Mein Name ist Alex Sproten, ich bin der Head of Data Science bei Breuninger. Das ist ja das führende Luxus- und Premium-Modehandelshaus in der deutschsprachigen Region in Europa. Wir befinden uns heute hier in der Content Production in Sachsenheim. Das ist der Bereich, wo eigentlich die Warenbilder für unsere Webseite geshootet werden, die Artikeltexte geschrieben werden und so weiter. Heute wollen wir uns über ein Größenempfehlungssystem unterhalten. Wir haben wahnsinnig viele Use Cases im datenwissenschaftlichen Bereich bei uns. Das geht über den gesamten Warenlebenszyklus und Kundenlebenszyklus mit Forecasts, mit Bilderkennungsverfahren, mit Attributionsmodellierungen und Segmentierungen. Und ich freue mich aufs Gespräch. Die Fragestellung, die wir hier behandeln, ist, wie schaffen wir es, dass unsere Kunden weniger Größenretouren durchführen? Die Problemstellung, die wir nämlich haben, ist, dass Größenretouren oder Retouren an sich ein wahnsinniger Kostentreiber im Handel sind. Wenn man sich die großen Online-Händler anschaut, und Breuninger gehört auch dazu, je nach Sortiment hat man da Retourenquoten von zwischen 20% und 80%. Und jede Retoure generiert Kosten, die Retoure muss dann wieder vereinnahmt werden, die Waren müssen wieder aufbereitet werden, müssen dann wieder unseren Kunden zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig ist es dann obendrein auch noch so, dass unsere Waren, dass wir als Händler ein relativ breites, aber flaches Sortiment haben. Das heißt, wir bieten viele Waren von vielen Marken an, aber in geringen Stückzahlen. Und jede Ware, die unterwegs ist, da gehen unsere Stückzahlen runter, bis unsere Waren irgendwann halt out of stock sind. Also dass wir keinen Vorrat mehr von dieser Ware haben. Und wenn wir es aber schaffen, dass die Kunden nur noch die Waren bestellen, die ihnen von der Größe zumindest schon mal passen, dann haben wir natürlich ein größeres Sortiment, was wir anderen Kunden anbieten können. Ja, und die Aufgabe dieser KI ist so ein bisschen das Stochern nach der Nadel im Heuhaufen. Weil wir haben halt ganz unterschiedliche Sortimente und vieles fällt natürlich so aus, wie es ausfallen sollte, also wo ein M halt auch ein M ist. Aber je nachdem gibt es immer mal wieder Sortimente, da gibt es Ausreißer in den Größen und dann ist ein S plötzlich ein XS oder tatsächlich eher schon in Richtung M tendiert das. Und das ist eigentlich die Aufgabe der KI, dann auch diese Ausreißer in den Sortimenten zu identifizieren, um erkennen zu können, dieser Artikel fällt eher groß aus oder fällt eher klein aus, damit der Kunde dann die Entscheidung einfach besser treffen kann. Und unser Ansatz hier ist, dem Kunden, in dem Fall in unserem Online-Shop, tatsächlich eine Entscheidungshilfe zu bieten, damit die Entscheidung leichter wird und der Kunde besser entscheiden kann, welche Größe es denn ist, die ihm passt. Die Daten, die wir dafür nutzen, sind mannigfaltig, würde ich sagen. Also wir haben, einerseits haben wir unsere ganzen Artikelstammdaten. Da haben wir solche Sachen drin wie, zu welcher Marke gehört das Produkt? Was ist die Artikelhierarchie? Also bedeutet quasi, in welches Sortiment gehört das Produkt? In welche Sortimentsgruppe? Auch in welches Ressort in unseren Geschäften gehört das Produkt? Wir haben die Breite der Größengänge. Also wird die Ware von XS bis XXXL verkauft oder haben wir eigentlich nur drei Größen, die wir für die Ware verkaufen? Wir haben die Farbvarianten, selbst die sind wichtig, weil dunkel eingefärbte Materialien sind normalerweise steifer als hell eingefärbte Materialien. Also all solche Informationen haben wir da drin. Das ist so der Aspekt der Artikelstammdaten. Dann haben wir daneben noch den Aspekt der Kundendaten. Also was ist unsere Kundenhistorie eigentlich? Welche Kunden retournieren welche Artikel? Welche Kaufhistorie hat aber auch der Kunde? Dass man sich quasi die Historie des Kunden anschaut. In der Vergangenheit hat er häufig Waren in Größe M beispielsweise gekauft. Und jetzt hat er aber diesen Artikel in Größe L gekauft und nicht retourniert. Solche Informationen werden halt auch mit herangezogen. Dann haben wir Informationen, die direkt aus der Content Production kommen, also die aber nicht zu unserem eigentlichen Artikel-Stammdatenpool gehören. Ein Beispiel wäre da die textuelle Artikelbeschreibung, also quasi, was ist die Viskosität eines Materials, also wie dehnbar ist es? Hat das Material einen Reißverschluss oder einen Klettverschluss? Wir haben auch versucht, Artikelbilder heranzuziehen. Da ist es allerdings so, in unserer
in unserer Content Production ist es so, dass Waren, damit sie auf dem Modelbild gut fallen, dann auch hinten am Model geklammert werden beispielsweise, sodass das nicht so gut möglich ist. Die Retoureninformationen sind für den Artikel wahnsinnig wichtig, also dass die Kunden Retourengründe angeben, weil es ist halt was anderes, wenn der Kunde angibt, der Artikel gefällt mir nicht, als wenn der Kunde angibt, der Artikel ist einfach zu groß oder zu klein, zu eng, zu weit. Was wir noch an Informationen heranziehen, sind beispielsweise Fitting-Model-Daten. Also wir haben ein paar Models, die allein dafür angestellt sind, um uns zu sagen, der Artikel fällt größengerecht aus, fällt eher zu groß aus, fällt eher zu klein aus. An folgenden Stellen ist er eher zu eng. Beispielsweise, also solche Informationen ziehen wir ebenfalls heran. Weitere Datenquelle, die wir auch heranziehen, ist das Fachwissen von unserem Verkaufspersonal. Also Breuninger hat einfach wahnsinnig gutes Verkaufspersonal, das auch die Größen unserer Kunden stationär sehr gut einschätzen kann. Und was wir viel versuchen zu machen, ist tatsächlich den Transfer zu schaffen zwischen dem stationären Handel und dem Onlinehandel. Dass wir einfach die Grundwahrheit, die zum Teil im stationären Geschäft geschaffen wird, dann auch in den Online-Kanal reinbringen. Also wenn ich in ein Verkaufsgespräch gehe mit einem Verkäufer, dann kann ich die Waren anprobieren und kaufe die Waren normalerweise auch in der richtigen Größe für mich. Und wenn ich halt diese wahre Größe des Kunden kenne, dann kann ich diese Information wieder in den Online-Kanal bringen und weiß halt, die richtige Größe ist folgende. Ja, so gute Daten machen natürlich mindestens mal 80% eines guten datenwissenschaftlichen Produktes aus und wir haben natürlich mit vielen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Also am Anfang war es beispielsweise so, wir hatten überhaupt kein Labeling, ob jetzt eine Ware eher groß ausfällt, eher klein ausfällt, größengerecht ausfällt, sodass wir uns auf die Retourengründe fokussiert haben, um von dort zu extrapolieren, ob jetzt eine Ware eher groß ist, eher klein ist. Und haben dann auf die Retourengründe verschiedene Methodiken angewandt. Wie beispielsweise eine N-Sigma-Methode. Heißt, wir haben Ausreißer in den Retourengründen analysiert, um ja, Größenausreißer zu identifizieren. Wir haben auch ein Altersgrößenmapping gemacht. Heißt, wenn wir Muster erkennen zwischen der Alterspyramide unserer Kunden und den Größen, die normalerweise in dieser Alterspyramide gekauft werden und das vergleichen mit und für folgenden Artikel wird aber hauptsächlich eine andere Größe gekauft, dann können wir dort beispielsweise auch Schlüsse draus ziehen. Wir haben so verschiedene Methodiken verwandt, um erstmal dieses Labeling überhaupt hinzukriegen, um zu sagen, ja, wenn wir jetzt dieses Labeling anwenden, dann können wir bei unseren Bestandsartikeln zumindest schon mal sagen, dieser Artikel ist eher groß, dieser Artikel ist eher klein oder bei dem liegt es irgendwo dazwischen. Deswegen gehen wir davon aus, dass er größengerecht ausfällt. Nachdem wir dann das Labeling hatten, konnten wir verschiedene Random Forest Algorithmen auf die Daten loslassen. Heißt, wir haben es mit Regressionsansätzen und mit Klassifikationsansätzen probiert. Beide Arten der Ansätze haben vielversprechende Resultate geliefert, sodass wir uns dann für einen Voting-Mechanismus entschieden haben, um quasi eine gewisse Konfidenz über die Ergebnisse zu bekommen. Also das heißt, wenn verschiedene Algorithmen uns das gleiche Ergebnis ausgeben, dann sind wir halt, haben wir eine hohe Konfidenz, dass das Ergebnis stimmt. Während wenn wir halt sagen, der Regressionsalgorithmus, der tendiert eher Richtung größengerecht, der Klassifikationsalgorithmus sagt aber, der Artikel ist eher groß und die Extrapolation aus den Retourengründen sagt auch, der ist eher groß, dann haben wir halt zwei Indizien, die uns sagen, der Artikel fällt eher groß aus, während ein Indiz sagt, ist eher größengerecht und ein Voting sagt uns dann quasi, ja, wir sagen jetzt erstmal, der Artikel fällt eher groß aus. Erstmal, um die Algorithmen an sich zu bewerten, aus Regressionssicht haben wir da die R-Quadrat-Metrik genutzt, um zu schauen, wie gut wird denn eigentlich ein Modell, was wir trainieren. Für die Klassifikationsmethodiken haben wir die klassische Accuracy herangezogen. Da wir dann ja aber ein Voting noch nachgezogen haben, haben wir schlussendlich diese Accuracy auf das Voting-Ergebnis angewandt.
Das heißt, wir haben eigentlich verschiedene Algorithmus-Qualitätsmetriken, die wir miteinander kombiniert haben, in einem Scoring, würde ich sagen. Und schlussendlich aber nur, weil wir wissen, dass ein Algorithmus eine gewisse Qualität nach sich zieht, heißt das ja noch nicht, dass wir wissen, was das für einen Impact auf unsere Kunden hat. Deswegen sind wir in dem nächsten Schritt dann in einen AB-Test gegangen und haben ja den Traffic unserer Webseite in eigentlich drei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat kein Treatment erhalten, heißt, die haben einfach ganz normal, wie es vorher war, überhaupt keine Größenempfehlung auf der Webseite erhalten. Die zweite Gruppe hat Ergebnisse von unseren Fitting Models erhalten, also das heißt, wo die Fitting Model Waren anprobiert haben und gesagt haben, ja, es ist eher groß oder ist eher klein. Und die dritte Gruppe wiederum hat die Ergebnisse unseres Algorithmus gesehen und hat dann basierend darauf ihre Größenentscheidungen getroffen. Dann haben wir die Retourenquoten unserer Webseite beobachtet und damit dann gemessen, was für einen Impact denn der Algorithmus eigentlich auf das Verhalten unserer Kunden hat. Was vielleicht noch interessant ist beim AB-Test, ist, dass hinter jeder der Testgruppen dann auch zehntausende Bestellungen stehen. Das heißt, wir haben schon eine sehr deutliche Benutzergruppe, die durch den AB-Test gelaufen ist. Was wir beobachtet haben, ist eine deutliche Umsatzverbesserung bei den Retourenwaren. Was bei den Daten und dann auch für den AB-Test vielleicht noch sehr interessant ist, ist, wir sind erstmal mit einem unserer Sortimente gestartet. Und das waren Damenkleider. Das ist eine relativ große Sortimentsgruppe, die enthält mehrere tausend Artikel. Weil das ist halt auch eins unserer, ich würde mal sagen, der eher hochdrehenden Sortimente. Unsere Hypothese war, dass wir in einem AB-Test dann auch relativ gut Beobachtungen machen können. Schlussendlich im AB-Test haben wir dann aber beobachtet, dass dieses eine Sortiment nicht genug Traffic in einem gewissen Zeitraum auf sich zieht, um es auch zu signifikanten Ergebnissen zu kommen, sodass wir es dann auf weitere Sortimente noch ausgerollt haben und schlussendlich den AB-Test dann mit drei Sortimentsgruppen laufen lassen konnten, um dann auf mehrere 10.000 Artikel zu kommen und ein qualitativ eindeutiges Ergebnis. Das Modell haben wir jetzt in einem kontinuierlichen Deployment, heißt, die Sortimente, für die wir es schon trainiert haben, da haben wir ein regelmäßiges Retraining. Das heißt, das Modell wird immer wieder neu trainiert, basierend auf dem immer größer werdenden Datensatz, den wir für das Training heranziehen. Es kommen auch immer mal wieder neue Datenquellen hinzu, die wir mit berücksichtigen können. Und so für die bestehenden Sortimente ist das jetzt in unseren Online-Shop integriert. Wir haben das eigentlich alles die Ergebnisse immer in einem Bucket in der Cloud liegen und da greift dann die zuständige Vertikale unseres Online-Shops drauf zu, spielt das im Online-Shop aus und die Ergebnisse sind für unsere Kunden sichtbar. Und nach dem erfolgreichen AB-Test sind wir iterativ vorgegangen und haben uns eine Prioritätenliste gemacht von verschiedenen Sortimenten und die werden jetzt mit im Online-Shop deployed, sodass es sehr bald so sein wird, dass wir eigentlich für alle Sortimente eine allgemeingültige Größenempfehlung haben. Herausforderung bei dem ganzen Modell ist natürlich, dadurch, dass wir jetzt mit dem Modell unser Kundenverhalten beeinflussen, ändern sich auch unsere Retourendaten. Und diese Retourendaten haben wir ja initial herangezogen, um das Modell neu zu trainieren oder um das Modell überhaupt zu trainieren. Was wir deswegen jetzt machen, ist, dass wir immer mal wieder über Fitting Models auch Stichproben nehmen, um zu gucken, wie weit ist jetzt dieses Modell denn eigentlich von den Fitting Model Werten entfernt, um je nachdem nachjustieren zu können.